Jawohl, Ente hat eingelocht. Sehr geil, Michel, sehr geil. Freut mich zu hören, Leute, sowas. So ein Support ist einfach geil. Wie gesagt, ich öffne jetzt erstmal alle Türen mit meiner Axt. Huch. Weil, dass wir uns hier echt frei bewegen können. Süßes Bürschchen. Huch. Da ist noch eine Tür. Ah, hier war das, okay. Ja, genau. Ein Spiel mit Generalschlüssel. Genau, du sagst es. Hier war ja nichts mehr. Was? Boah, Alter, was ein Grafikfehler. Nee, den muss man jetzt noch suchen. Ja, Küsse gehen raus an alle, definitiv. So, ich glaube, jetzt haben wir soweit hier erstmal alles offen. Das heißt, wir hauen uns die Axt erstmal dahin, wo wir sie wiederfinden. Und zwar hätte ich die Axt jetzt einfach hier so schön vor den Kamin gelegt, dass wir sie auch wiederfinden. Und jetzt arbeiten wir uns von oben runter, würde ich sagen. So. Hier haben wir alle Türen gehabt. Das heißt, jetzt fehlt diese Tür. Servus, Stu. Oh, nochmal eine Axt. Cool. Einen vierstelligen Code brauchen wir. Weißt du was? Hier hast du deinen vierstelligen Code. Zack. Okay, dann halt nicht. In Geschichten über Baba Yaga wird oft der Fluch des Dieners erwähnt. Die Träger der Halskette soll dem Willen des Teufels gehörig sein. Die Kräfte der bösen Hexe sind auf der Erde begrenzt. Sie benötigt einen menschlichen Diener oder eine verfluchte Seele, um ihren Willen auszutragen. Man glaubt, der Diener kann sich nur durch den eigenen Tod befreien, es sei denn, ein anderer Mensch kann überlistet werden, seinen Platz als Diener einzunehmen, indem er etwas wahrlich Böses tut. Achso, die Wand sah verdächtig aus. Auch nicht. Okay, hier haben wir nur diesen Tresor. So, ich lege mich ins Bett und schaue jetzt eine Runde Fernseher. Okay, ich schaue keinen Fernseher. Mistding. Geht nichts. Ja, die Pflanze bräuchte einen Frühjahrsschnitt. Deswegen habe ich sie, habe ihren neuen Schnitt verpasst. Vordere Seite, Ben und Jessica, Verlobung 2012. Rückseite, Dampf offenbart die Geheimnisse der Luft. Dampf, das heißt Wasser anmachen. Oder reicht das schon? Ach, das reicht schon. Ah, unser Pin.
Chat 4862. 4862 und das Entchen hier reinwerfen. Das können wir probieren. 4862 und das Entchen rein. Warum ich meine Kerze aus? Hier haben wir die Ente rein, aber ich weiß nicht mehr, wo sie war. So. Alter, was ist das für eine Melodie? Okay, jetzt haben wir hier alles. Ach, die ist abgesperrt, guck. Ah, das war doch die Küchentür, die jetzt versperrt ist, oder? Ja, ich würde wahrscheinlich eh nicht gehen. Ja, ich weiß schon, wo die am Billardtisch ist, aber ich muss erst mal gucken, wo. Ah, geht's hier auf? Geht's jetzt auf? Nee. Hätte mich jetzt gewundert. Oh, und verpiss dich! Scheiß Marienkäfer hier, geht mir auf den Sack langsam. War doch hier der Billardtisch, gell? Wo kommt die Melodie jetzt her? Hä? Wo kommt das Geräusch jetzt her? Die haben sie irgendwo hier eingenistet. Da oben war auch noch ein Schloss mit ein Schrank mit Schloss, echt? Ah ne, die Ente habe ich ja hier drauf gelegt. Hey Hanna! Hi und vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Hanna. Wo war jetzt nochmal das Bad? Hier. Sieht gut aus. Sieht gut aus, was die Ente da treibt. Und hier oben war noch ein Schrank mit Schloss. Echt, habe ich den jetzt nicht gesehen. Den haben wir ja schon aufgemacht. Und hier ist nichts. Ja, das schwimmt gut, gell? Die Ente schwimmt gut. Ah, hier ist Scheiße. Wir brauchen noch mal eine Axt. Vielen Dank für den Hinweis. Du wolltest schon in die Wanne. Kannst ja gehen, Speedy. Kannst ja gehen. Fünf von sieben Matroschkas. Auf dem Bett war auch eine Matroschka, oder was? Aber im Bett bin ich jetzt doof, Leute. Bin ich blind, oder was? Ne, auf dem Bett war nichts. Guck, da ist nichts. Im Bett ist nichts.
So, dann haben wir hier eigentlich auch alles, gell? Das heißt, wir werden jetzt dann demnächst in den Keller dürfen. Oh, ich will gar nicht in den Keller. Das triggert schon hart, Alter. Und hier geht es ja jetzt in den Keller. Irgendwo, glaube ich. Ja, hier geht es in den Keller. Boah. Grundbild. Achso, das Gemälde. Also ein paar Jumpscares sind in dem Spiel auf jeden Fall. Also ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Es gefällt mir sehr gut. Eine Axt. Sehr offensichtlich, die Axt dahin zu legen. Sehr offensichtlich. Okay. Oder was? Doch mit. Ein Foto. Chloe spielt mit meinen Diadem. Wühle die Steine auf, um ihr verfaultes Fleisch ans Licht zu bringen. Diese Texte. Die kannst du nicht bringen. Wühle die Steine auf. Welche? Die hier. Oder die hier. Müssen wir die noch weiter wegwerfen? Kann jetzt kein. Doch, da. Das war's jetzt aber auch. Ich habe jetzt alle Steine hier weg. Ah, Digga, was? Danke, danke, Micha. Oh, da war jetzt jemand. Alter. Hey, Hanna, vielen, vielen Dank, Hanna. Vielen Dank. Ich krieg's gerade mit. Vielen, vielen Dank, Hanna. Unglaublich, vielen Dank. Sabi, auch dir danke an Sabi und vielen Dank an Hanna. Da hockt sie. Da war sie mal. Alter Schwede, was ist denn hier abgegangen? Alter, was ist hier abgegangen? Ich finde es sehr gut, das Game. Ich finde auch die Story, auf die bin ich gespannt. Danke, Hanna. Vielen, vielen Dank.
Genau, danke für den Support. Ja. Und danke, Selina, dir auch. Vielen, vielen Dank, Leute. Hier ist der Billardtisch. Ich komme ja nicht rein. Wo gab es jetzt nochmal diesen einen Keller? Nicht diesen Keller, wo waren wir denn vorhin in diesem Keller? Weißt du, bei den Dings. Basement haben wir, Drawing Room. Zeichenraum. Waren wir schon im Zeichenraum? Ja, oder? Da haben wir angefangen. Ja, da haben wir angefangen. Ja, da haben wir angefangen. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Wir haben hier alles. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir hier nicht. Fehlt der noch? Krone haben wir, den Ring haben wir, uns fehlt nur noch das Auge. Uns fehlt nur noch ein Artikel. Wo könnte der sein? Was ist denn das? Ein Auge. Uns fehlt nur noch das Auge. Müssen wir unser Auge dahin opfern? Ja, das ist unser Vogelfutter. Das ist das Vogelfutter. Aber jetzt ist nicht mehr neblig. Der Nebel ist weg. Warum dieses Mistviech? Ja, Matroschkas fehlen auch, genau, aber Matroschkas, die sind ja nur fürs 100%ige Durchspielen. Aber ja, irgendwas fehlt hier noch. Wir haben noch irgendwo irgendwas liegen gelassen. Das war die Küche. Genau, von der Küche haben wir das ja. Küche ist erledigt. Was? War das? So, wo war jetzt diese eine Wand? Ich glaube, der kaputte Kopf, ich glaube, das ist egal. Ich glaube, den lassen wir so. Aber die Wand war doch unten, oder? Da ist die Küche. Hier ist das Zimmer. Warte mal, hier war doch die Wand. Haben wir ja gelernt in unserer Maurerausbildung im Keller unten. Sound wird ekelhafter.
einfach mal. Wir bauen einfach so. Einfach alles auseinander im Haus. Scheißegal. Wir reißen Wände ein. Mach ich auch immer. Am Wochenende, wenn ich nichts zu tun habe, einfach mal ein paar Ziegelsteine aus der Wand ballern. Scheißegal. Ich will doch nur diese Matroschka. Okay, aber. Sonst war hier ein. Bruder. Sonst war hier aber auch nichts. Gute Nacht, Jule. Gute Nacht. Oder wer geht? Ich weiß gar nicht, wer geht denn jetzt? Gute Nacht, Jule, ja. Danke, dass du da warst. Danke, Nazgul. Hallo, Nazgul. Und Dankeschön. Lauf doch rein, Bruder. Okay, dann nehmen wir die Axt jetzt wieder mit. Hier war nur das. Ja, das stimmt. Danke, Tanja. Danke, Mimi. Danke, Franzi. Sag mal, jetzt hauen sie alle hier Geschenke raus. Vielen, vielen Dank. So, wohin jetzt? Habt ihr noch eine Idee, wohin? Habt ihr noch einen Plan? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir haben doch, glaube ich, alles durch, oder? Wir haben, glaube ich, alle... Twitch heute so gottlos hängt, aber es ist leider so. Falscher Treppenraum. Hier haben wir jetzt den Frittenraum. Hier, falls ihr diese Tür hier meint, das ist die Küchentür. Die geht nicht auf, das ist die Küchentür. Da ist ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist die Küchentür. Da ist der Kühlschrank dafür. Macht er aber nicht. Da! Ernsthaft? Boah, da wäre ich nie drauf gekommen. Wir haben es vorhin kaputt gemacht. Aber ich... Das hätte ich nie gesehen. Das hätte ich nie gesehen, Leute. Ohne Scheiß. Gar nicht sagen, Melrox, muss ich nachgucken. Ich gucke nach dem Spiel, okay, Melrox? Erinnere mich dran. Alter, das hätte ich nie gesehen. Danke für die Geschenke. Das hätte ich nie gesehen. Sage ich euch ehrlich. Was ist denn das? Für ein Fenster. Brauche ich die Axt oder was? Nee, oder? Danke, danke für die Geschenke, Björn. Vielen Dank, Björn. Brauche ich die Axt? Ich habe keine Axt. Hier liegt auch keine rum und der Laden ist zu. Da geht es eh nicht durch. Gehen wir hier mal weiter. Ah, da ist das letzte. Da ist die Kette. Hast sie alle schon. Du musst gehen. Jetzt. Ich glaube, es will dich holen. Ach du Scheiße. Digga, nimm das mit. Okay, das ist leer. Lass fallen, Bruder. Schnauzbart wäre geil. Ey, vielen Dank, Alter. Vielen Dank, Bruder. Vielen, vielen Dank. So, jetzt haben wir das Pentagramm. Und der Tisch brennt.
Und das Baby ist immer noch weg. Und was? Welcher Mensch würde diese scheiß Tür freiwillig öffnen? Oder geschweige denn das Ding. Wer würde das machen? Wer würde. Ja, ich. Ultraherr. Ultraherr-Dose haben wir. Hoffentlich gucken nicht kleine Kinder zu und lernen jetzt was dabei. Hallo Emmy. Rein in die Höhle des Löwen, ja genau, Bruder. Knochen. Menschenknochen. Hallo Sam. Was über Indiana Jones? Ja, fast. Das ist doch Chloe da drin, oder? Entweder ist das Chloe oder wir oder halt die Mutter von Chloe. Ach nee, wir sind ja beim Teufel. Instinkt, Instinkt. Bruder, ich hoffe, das hat jetzt nicht wehgetan. Hallo? Ah! What the fuck, Bruder, verbrennen! Yo! Okay, ciao Bruder, ich geh wieder. Da! Komm mal nach oben! Chuck dem, ich komme! Weg, 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 Bruder, ich hab Flammenwerfer, Digga. Verbrenn deine Pussy, Digga. Komm her, mal nach oben! Pass auf, mit wem du dich hier anlegst, ich hab die Flammenwerfer, du nicht. Oder lass mich durch! Wie die aussieht! Töte sie! Geh weg! Geh weg! Lass mein Ding los! Ich will drin bleiben, Mann! Verpiss dich! Oh, wie kann ich schon noch drücken? Ich glaube, ich will in diesem Knast bleiben. Bruder! Oh. Alter! Du bist mein! Nein, haben wir uns... Alter, ich glaube... Ein sehr geiles Spiel. Also, es haben viele... Warte, ich mach's.